Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris Nemesis. Ihr würdet mehr sehen und mal zum Let's Play passen, dann abonniert meinen Kanal. Wir starten munter weiter. Es geht hier runter zu den Naniten hier, die sich hier an dem Planeten noch austoben im Orbitalbombardement. Verdammt. Bleib mal hier. Ich bin nämlich hier drauf, auf die da. Die sind auf Agro-Mode. Und weiter drauf und dran, Credits herzubekommen. Es fehlen 7. Jo, nehmen wir auch gleich wieder mit. Wichtig. Komm schon. Jawohl. Die Föderation geht auch mal wieder langsam Richtung ist gut drauf. Was? Ey. Hier brauchst du keinen abziehen. So, jetzt ist er wieder da. Komisch. Gut. Ich hoffe, das funktioniert. Oh, ganz knappe Geschichte hier. Aber ich habe erst... Ich habe erst aufbessern müssen. Es hat sein müssen. Aber wir sind ja jetzt auch schnell. Wir haben bisher Antriebe hier. Die, wenigstens die 2er mal bis jetzt. Aber hier, wir sind hier schneller beim Sprung. Das ist ganz gut. So, viel fehlt nicht mehr. Und dem Planeten auch nicht mehr. Aber da geht's hart weiter. Er bombt den voll runter. Aber es macht nichts, wir sind bald da. Zeitsprung, Feuerrate, Trefferchance. Schaden orbital, das ist unendlich. Arena Regeneration der Hüllen täglich. Die retten auch extrem viel. 91%, 92%. Boah. Vielleicht können wir sie ja noch davon irgendwie ablassen. Wenn wir hier doch noch reinspringen aus Kiram. Dass sie den nicht komplett wegmachen. Dass die hier vielleicht erhalten bleiben. Schwierig. Boah, ist das knapp, ey. Vasilierungsanfrage, echt jetzt? Alter, Walter. Oh, da kommen wir. Ganz knapp. Was haben wir hier? Assoziationsstatus. Möchte. Nein. Oh. Mal reinschauen. Sieht jetzt besser für uns aus. Weiß man nicht. Zeigt sich gleich. Wie krass sie abgehen. Okay. Weg. 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 So, eins bleibt noch. Aus der Hölle die Rumpfstärke hier. 28.000 Bar. Aber diesmal knacken wir sie richtig weg. Boah. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Forschungsschiff, dich hätte ich hinterherziehen müssen. Gut, du bist zum Reparieren. So, sofern jetzt nicht gleich wieder von irgendwoher wieder eins herspringt. Flottenmanager. Boah, was? Schon wieder auf 91. Technological Acquisition Success. So, was ist fertig? Plasmabeschleuniger. Eine Lanze. Die Lanze. Ah, Photonwerfer. Noch besser.
Das ist richtig gut. Den nehme ich doch gerne mit. Sklavenmarkt. Ha, unseren haben sie gekauft. 500, 500. Was ist im Plus? Ja, weil die ganzen teuren Sachen weg sind. Ist ja logisch. Plus 25. Oh, reicht niemals, ey. Also nochmal einen Markt. Ich brauche nochmal hier einmal. Eieiei. Gut, Flottenmanager. Wir tun verstärken. Was ist das letzte hier unten? Ein Raketekreuzer. Einen. Oh, reicht's immer noch nicht, ey. Eieiei. Ja, die kommen alle nach und nach. Die wollen ja hier repaired werden. An der Friendly Station. Ja, dafür kann ich doch nichts, Mensch. Wir müssen halt endlich mal hier die Distrikte, die Nexusse, Nexus-Distrikte besetzen. Dafür kann ich nichts. Das ist euer Problem, ey. Okay, dann tun wir hier noch verbessern. Das, was wir haben. Und natürlich der andere Anführer wieder drauf. Yo. Ein Monat fürs Limit. Nice. Technological acquisition successful. Sehr gut. Ökologische Anpassung. Das will ich gar nicht, bewohnte Welten. Ist mir uninteressant. Alpha Hub. Aber doch auch nicht, ey. Nehmen mal die Festung hier. So, jetzt sollen sie erstmal ihren Weg finden. Gut, wo ist eigentlich mein... Ach, hier oben ist er. Okay. Setz mir hier die Base. Und ein Rail-Schlachtschiff. Okay. Technological acquisition successful. Sehr gut. Die Panzerung auch noch. Das ist sehr, sehr gut. Rumpfstärke. Oh, Modifikation. Oh, Mann. Eigentlich müsste ich die nehmen. Lass mal schauen. Ja, weiß ich doch. Das ist nur die Geschwindigkeit. Ach, ausweichen. Boah, ey. Kreuzerrumpfstärke, ist halt auch was. Aber ich nehme lieber die hier mit.
So, hat noch ein bisschen was. Jetzt lassen wir sie hier erstmal zusammenfinden. Technological acquisition successful. Sehr gut. Die Regeneration, das ist das. Militärakademie. Logistikbüro. Nehmen wir das Startding mal mit. Zielgenauigkeit 0%. Ah. Was haben die anderen? Was haben denn die anderen? 10%. Oh, natürlich noch besser. Neuer Kriegsgrund. Ihr habt ja eh keine Chance, hier vorbeizukommen. Machen wir die Grenzen wieder auf. Ship augmentations completed. Ah, okay. Oh, jetzt geht's wieder zur Hölle. Gut, wenn die Rails da sind und alle drin sind. Ja, ja. So, ein Rail fehlt mir noch. Oh, was haben wir hier? Ah, bestimmt das, was wir eh schon haben. Okay, komm wieder zurück. Komm wieder dahin, wo du hingehörst. Gut. Ich denke, es sind alle da. 1370. Boah, euer. 1370, ey. Machen wir mal den ersten Schwung. Wir machen mal lieber den ersten Schwung. Construction complete. Was haben sie denn hier? Das ist das Kristallwesen. Das ist die Base. Da haben die echt keine Chance. Meine Güte, ey. Oh, hier unten ist auch irgendwas. Ich glaube, da sind da die Naniten unterwegs. Eieiei, ey. Technological acquisition successful. Sehr cool. Die Kampfbüros. Umbaustandards. Und, warte mal, was da verachtet ist, der Protonwerfer. Der Protonwerfer. Ich nehme Forschungskomplex mit. Schiffsdesigner. Panzertorpedos sind das. Okay. GG. So, was kostet mich? Ach, ist ja noch... In Bearbeitung ist das Ganze noch. Wir fluten mal wieder den Markt mit Dingen. Plus Dai, früchtige Teilchen. Mal minus... Minus 500. Kristalle wird auch besser. Machen wir auch mal minus 500. Hat sich das mal hoffentlich bald beruhigt. Technological acquisition successful. Ah, Plasmatriebwerke. Gut. Wir gehen hier auf die Kreuzer.
Ja, klar, jetzt bauen sie sofort zu. Construction complete. Ich will da auch wieder. Hier. Teile eines flüchtigen Rätsels. Verschiedene Forschungsstationen des Reiches haben subtile Verzerrungen im Hyperraum entdeckt, die sich um die Sternbasis bei Mine Facility herum konzentrieren. Der Effekt stellt sich im realen Raum als eine örtlich begrenzte Aurora dar, die die Sternbasenbewohner als farbenprächtige gasförmige Ranken beschreiben, welche die Station umhüllen. Unsere Verbündeten in Stellar Science Accord, meine Güte, berichtet von ähnlichen Phänomenen in ihrem Hauptweltsystem. Präsident Dirk, Daughter of Chuck, hat eine sofortige und koordinierte Untersuchung zur Angelegenheit angeordnet. Situation log adjusted. Oh, das ist auch noch. Oh. Okay, hier. Gut, was will er denn hier? Ach so, okay. Ja, aber die sind unterwegs, das ist alles cool, das passt. Technological acquisition successful. So, das ist der Forschungskomplex. Mega. Panzerungsschaden. Beteiligungsplattform plus 8. Boah, das ist cool. Ich gehe hier lieber auf Maxit. Jetzt weitermachen? Ja, schön. Können wir die nächste Runde wieder reinklatschen? Ah, Panzerung. 1980. 2600. Ah, nice. Nochmal weiter. Was wird denn gemacht eigentlich? Hier der Antrieb. Welcher? Hier, auf 3. Ausweichen plus 8. Mega. Mega. Was ist ins nächste? Die basische Bedeutung Wirtschaft, Bürokratenunterhalt, Flottenkapazität. Nein, ablehnen. So einen Mist brauchen wir doch nicht, ey. Was ist los mit euch? Wie weit bin ich denn jetzt eigentlich schon fortgeschritten? Noch nicht so stark. Wir müssen die einfach kaputt machen. Das hilft dann auch schon. Gut, der ist unten dabei. Top. Die sind hier. Schiffsdesigner hätte ich gerne. Neue Vorlage. Ein Schlachtschiff. Mit natürlich Els. LLL. Boah, nur mit Top. Boah. Alter Verwalter. Auf keinen Fall, ey. Auf keinen Fall. Schild, Schild, Schild. Da will ich aber. So. Das ist der Photonen. Wie schreibt man denn das richtig? Protonenwerfer, meine Güte. Protonen. Speichern. Dann setzen die hier mit dazu. Flottenmanager. Da kommen die. Schlachtschiff Protonenklasse. Schlachtschiff Protonen. Hier. Also 166.
Ein bisschen was können wir noch machen. Nehme ich aber hier die wieder mit. Genau. So ist das, so wie es ist. Werden die noch verbessert? Nein. Manager, klatsch mir hier. Bam. Hier kommt nichts. Hier kommen Hangar und eine Korvette. Boah. Oh nein, die kommen schon wieder da oben. Complete. Aus der Hölle. Ja, genau, flieg denen hinterher. Lass mich in Frieden. Special Project complete. Gut, Spezialprojekt abgeschlossen. Die Untersuchung der Aurora-ähnlichen Wolke bei Main Facility warf mehrere Fragen auf, als sie Antworten liefern. Wenn wir mit den Forschungsteams unsere Verbindung kommunizieren, bilden sich ausgeprägte Wolkenranken. Aber nur dann. Eine lebhafte, zünfarbene Tönung im Inneren des Gases lässt es wie ein planetarisches Polarlicht erscheinen und seine verschiedenen Bänder wechseln scheinbar zufällig von schwungvollen Kurven zu rechten Winkeln. Als ob sie eine digitale Welle bilden würden. Alleine sind wir nicht in der Lage, uns diese Verhaltensweise einer tiefen Bedrohung abzuleiten, doch sobald die Ergebnisse jedes Mitglieds zusammengetragen sind, erwarten wir von unserem Bündnis Stella Science Accord mehr Antworten. Frühe Theorien legen nahe, dass diese dimensionsübergreifenden Wesenheiten irgendwie mit unserem Hyper- und Kommunikationsband harmonieren. Dieses Wissen könnte gezielt dafür genutzt werden, um ein Wesen an Ort und Stelle zu halten und es näher zu untersuchen, aber wir können die Frequenz wechseln, in der Hoffnung, das Phänomen zu zerstreuen. Lasst sie frei, haltet es hier. Boah. Was ist denn das? Haltet es, lasst es frei. Frühe Theorien legen nahe, dass dieses Wissen könnte gezielt dafür genutzt werden, um ein Wesen an Ort und Stelle zu halten und es näher zu untersuchen. Aber wir können diese Frequenz wechseln, hoffen. Was für eine. Haltet es hier. Ja, das haben wir. Werde zur Krise. Ah, das können wir auch noch machen. Oh nein, jetzt kommen die schon wieder. Ich könnte echt wahnsinnig werden. Oh Mann. Oh, da habe ich echt keinen Bock drauf, ey. Jetzt kann ich wieder den kompletten Markt fluten mit Dingen. Minus 500. Dunkle. Haben wir plus 8 Zoos. Nochmal. Kaufen. Oh, Flottenmanager. Hier nochmal verstärken, nochmal die Korvetten rausknallen, ey. In der Hoffnung, ey. Null Bock, ey. Null Bock. Alert. Spaceport engaged. Ja, ich weiß. Construction complete. Alter, Verwalter, ey. So, was machen die? Fliegen die durch? Ja, eh klar. Mann. So, komm du auch mal runter. So, ihr könnt mal beide runterkommen. Hier hoffe ich, dass die gut vorankommen, die ganzen Korvetten. Markt nochmal, komm, den Markt nochmal fluten.
Kristalle sind 7. Sind sie hier nicht. Gut, gehen wir auf den Gouverneur. Ja, der jumpt auch. Ah. Ja, da kommt er auch schon. Alert, Station engaged. Alert, Research Station deconstructed. Ja, ach nee. Ist ja logisch. Alert, Spaceport engaged. So, kauf mir nochmal. Dann schauen wir hier nochmal. Nein, hier eins drunter. Tonklasse. Habe ich es jetzt endlich wieder geschafft, oder was? Hangar, Korvette, Korvette, Korvette. Wohin fliegen die? Oh nein, das ist die komplett falsche Richtung. Um Gottes Willen, ey. Technological acquisition successful. Ah, oh, Mann, ey. Das ist richtig, richtig grottig, ey. Das ist mal mega grottig. Oh, ich muss hier hoch. Okay, dann gibt's Stoff drauf. Unterlichtgeschwindigkeit. Sonst sind sie noch mal 10% schneller. Komm, den nehmen wir. Ist drauf geschissen. So, gibt Stoff drauf. 146. Alert. Station engaged. Ja, ich weiß, Mensch. Es ist ja Hölle. Ist ja eben die Hölle hier. Jetzt fliegen sie doch weiter. So ein Mist, ey. Bumpen sie mir erstmal die Station weg. Jo, kommt mal her, hier hoch. Ah. Weil die bomben mir nämlich den Planeten platt. Die bomben mir den kaputt. Alter, echt jetzt? Was geht denn da ab? So. Und jetzt? Was hauen sie ab? Ja, trotzdem. Okay. Es sei ihnen gegönnt. Ja, die kommen her. Die fragmentierte Wolke. Die Ergebnisse der Untersuchung wurde zusammengetragen. Es scheint, dass jeder der kaum als Fühlern zu bezeichnenden Aurora-Wolken über unseren Föderationshauptstädten in Wahrheit Teile eines einzigen Lebewesens sind. Die uns vorliegenden Daten sind unvollständig, doch sie reichen aus, um den Eindruck zu erwecken, dass wir einem Gestaltbewusstsein begegnet sind, das gasförmig ist und sich an den Aufhaltenden im Hyperraum angepasst hat. Die Projektkoordinatoren vermuten, dass sich verschiedene Teile der Wolke an unseren Hauptsternbasen verhaken hatten, während sie durch unsere Galaxie driften. Also sie scheinen sich selbst wieder zusammenzusetzen zu wollen. Doch ohne eine gemeinsame Anstrengung unsererseits begannen einige dieser Teilchen ihren Zusammenhalt zu verlieren und sind nun möglicherweise nicht mehr in der Lage, sich wieder zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Die Teile der Wolke, die sich wieder vereinigten, verschwanden rasch im Hyperraum und alles, was von ihnen noch bleibt, sind interessante Telemetriedaten, die unsere Forschen
bei Fragen im Zusammenhang mit dem Hyperraum weiterhelfen. Es könnte also doch einen gewissen Nutzen gehabt haben. Monatliche Physikforschung plus 10%. Cool. Das freut mich. Okay, die Bomben da rum. Ich möchte hier nämlich sofort mit dem nächsten dran setzen. Hier fliegt eine Korvette mit Flottenmanager. Ja, das sind die hier. Das ist Protonen. Ja, das werden wir schon hinkriegen. Hier sind wir auch bei Maxit, das ist cool. Hier bombern die mir meine Stadt nieder. Die sind hier schon dran. Heftig. Das ist richtig schlecht. Da die Hauptcredits sind. Die Hauptcredits liegen hier, meine Güte. Die lagen nicht hier, die liegen hier. Flottenmanager 1, ja, das ist dieses hier. Und irgendwas fliegt noch mit. Ich glaube, das ist das Hangarschiff. Dann fehlt mir nur noch ein Photonen, fehlt mir nur noch. Ein einziger. Ah, die ist schon losgesprungen. So, wenn die hier sind, warte mal. Die fügen wir jetzt noch schnell zusammen. So, du brauchst noch eine Weile. Ist okay. Du darfst aber sofort weiterfliegen. Mache ich das sonst weiter oben. Okay, und dann war es das für die Folge. Richtig lang wieder. Aber die blöden Naniten, die machen einfach Stress. Okay, dann war's das für die Folge. Ich sage somit danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus.